Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich mega heute für euch das Video zu drehen. Ich bin mega motiviert. Heute am Sonntag habe ich mal richtig Zeit, mehrere Videos zu drehen und das ist sozusagen mein erstes. Ich starte und möchte euch so meine liebgewonnenen Schätzchen zeigen, worunter auch so All-Time-Favorites sind. Und es ist sehr dekorative Kosmetiklastik, aber ich weiß ja, das interessiert euch immer sehr. Und ja, ich habe richtig Bock und ich freue mich auch mega, denn das Video ist sozusagen in einer kleinen Kooperation mit einer Lieben, die ich auch mittlerweile jetzt schon, lass mich überlegen, ich bin mir nicht sicher, 2, 3 Monate verfolge, also noch relativ frisch entdeckt habe auf YouTube. Und ich bin ja auch gerne immer mal auf der Suche nach neuen Gesichtern, die ich schaue. Und ich muss sagen, ihre Art gefällt mir super. Sie ist super, also ich sag mal, Freischnauze. Also sie ist sehr authentisch dadurch, dass sie halt wirklich vor der Kamera so ist, wie sie einfach ist. Und sowas liebe ich. Dieses, ja, alte YouTube sozusagen, nicht dieses ständige Geschneide. Und ne, ihr wisst, was ich meine. Einfach so, wie ich das auch mache. Dieses einfach, ja, frei raus, das erzählen, wie man ist. Und sie ist mir einfach super sympathisch, ihre Art. Ich weiß nicht, also kennt ihr das? Man schaut so YouTuber und weiß, ja, damit kann ich mich identifizieren. Die schaue ich, wie gesagt, seitdem super gern und die möchte ich euch gerne ans Herz legen, mal bei ihr vorbeizuschauen. Das ist die liebe Yvonne. Ihren Kanal und auch Instagram packe ich euch natürlich unten in die Infobox. Also sie freut sich bestimmt super über einen Besuch und dann lasst doch liebe Grüße sonst auch von mir da in den Kommentaren. Sie macht Videos eigentlich breit gefächert. Welche Reihe ich super interessant finde, ist die über ihre Ex-Freunde sozusagen. Also super spannend, fesselnde Videos für den Abend, die auch ein bisschen länger sind. Sie macht über vegane Ernährung Videos. Sie macht ja, Favoritenvideos jetzt natürlich. Und das setze ich euch natürlich in die Infobox. Also sehr breit gefächert, ne? Also das finde ich immer cool, wenn das nicht so eine Sparte ist. Und von daher, ja, meine Empfehlung heute in diesem Video für euch. Und jetzt kommen wir mal zu den Produkten. Genau. Ich würde sagen, ich starte mit meinen Beauty-Produkten und im Anschluss machen wir dann die schöne dekorative Kosmetik. Und ja, ich starte einfach und lege direkt los mit dem ersten Produkt. Das ist von Charlotte Mentzen oder so. Ich weiß nicht genau, wie man das richtig ausspricht. Verbessert mich in den Kommentaren, wenn ihr es besser wisst als ich. Und zwar handelt es sich um dieses Zuckerpeeling hier. Das ist der Umkarton, den wollte ich euch einmal dazu zeigen. Und so sieht es aus in der Verpackung. Mega schönes Design, wie ich erstmal finde, hier mit diesen Blättern drauf. Und obwohl ich normalerweise kein Grapefruit-Duft-Fan bin, muss ich sagen, ist dieser Geruch himmlisch. Richtig erfrischend unter der Dusche. Das ist wie gesagt ein Zuckerkörper-Peeling. Und es peelt richtig gut. Danach habt ihr wirklich babyweiche Haut. Dann dieser erfrischende Geruch unter der Dusche, welcher richtig belebt. Und ja, ich muss sagen, ich benutze das jetzt schon eine ganze Weile. Und ich bin damit relativ sparsam. Denn da braucht man gar nicht so viel von, wie ich finde. Und ja, seitdem ist es ein Favorit von mir geworden und steht in meiner Dusche. Und immer wenn mir nach Peelen ist, benutze ich das. Ja, und alle Produkte setze ich euch natürlich in die Infobox. Das ist Produkt Nummer 1. Ich glaube, ich stelle die mal hier hin, wie immer, wie auch in meinem DM-Holz. Dann machen wir weiter mit einem Produkt, wo ich niemals gedacht hätte, dass mir das so zusagt. Und zwar ist das von Mixa eine beruhigende Bodylotion. Die, die mich länger schauen, die wissen, dass ich eigentlich nicht so der Bodylotion-Fan bin. Ich bin immer zu faul, was das angeht, aber mit der macht mir das wirklich Spaß. Das ist eine Marke, die ich vorher nicht kannte, bevor sie bei uns in den DM eingezogen ist, wo ich ja arbeite. Und da gibt es jetzt im medizinischen Meter bei DM so eine ganze, ja, so einen ganzen Meter tatsächlich mit diesen Pflegeprodukten. Und erstmal finde ich es toll, dass sie mit Hafermilch ist, denn ich bin ja großer Fan auch von diesem Garnier Varischätze Hafermilch-Shampoo. Der Duft ist himmlisch. Das riecht natürlich nicht so stark, weil es eben medizinische Pflege ist. Ist für trockene und empfindliche Haut. Und was ich gut daran finde, sie zieht A erstmal richtig schnell ein und sie ist super angenehm und richtig schön pflegend. Auch immer super mit Pumpspender, was ich liebe. Praktischer geht es gar nicht. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Seitdem creme ich mich ein. Ich muss dazu aber sagen, zu meiner Verteidigung, nicht den ganzen Körper, sondern bevorzugt eigentlich meine Beine. Weil wer kennt das nicht, gerade vom Rasieren sind die Beine natürlich immer ein bisschen trockener. Und deswegen mache ich das gerne, so meine Beine damit. Ja,
finde ich cool, geht eben schnell durch den Pumper und kann ich euch ans Herz legen. So zufrieden wie ich bin, habe ich mir jetzt sogar, weil ich so neugierig bin, davon auch ein Duschgel gekauft, die auch für extra trockene Haut ist. Und da bin ich mal sehr gespannt, das seht ihr aber dann in meinem DM-Haul, den ich heute auch noch drehen werde. Ja, bleiben wir gleich mal bei Creme. Da habe ich mir ja letztens erst die Beauty Effect Tagescreme nachgekauft. Auch alle, die mich schon länger schauen, wissen, dass das so ein All-Time-Favorite von mir ist. Allerdings gab es diese Creme noch nicht mit Lichtschutzfaktor 30, was ich richtig cool finde und was auch sehr, sehr wichtig ist. Allerdings kann ich euch jetzt schon als Tipp geben für alle, die die auch haben wollen, seid schnell, denn die ist ausgelistet schon wieder. Warum, weiß ich nicht, ob die nur im Sommer erhältlich ist oder ob die jetzt komplett rausgeht, was ich sehr, sehr schade finde. Denn sie hat den gleichen Effekt wie die normale, nur hat eben halt auch noch Lichtschutzfaktor, was natürlich noch besser ist. Ich finde diese Creme, die ja mit Hyaluronsäure zugesetzt ist, wie diese ganze Beauty-Effekt-Reihe, finde ich super, weil sie A, auch schnell einzieht, weil sie der Haut richtig schön Feuchtigkeit spendet, aber man danach sein Make-up eben fix auftragen kann. Und ich finde, von allen Balea-Cremeserien ist das die beste. Also aus der Erfahrung heraus kann ich das sagen. Und ja, den Geruch mag ich auch, also die ist super und die werde ich jetzt auch mit in den Urlaub nehmen. Ich habe euch ja in meinem letzten Video, verrückten Video, eine andere Tagescreme gezeigt, die liebe ich auch nach wie vor, benutze ich auch. Ich wechsle da immer, aber jetzt im Urlaub werde ich natürlich die mit Lichtschutzfaktor mitnehmen, ganz klar. Ja, dann habe ich noch ein Produkt für das Gesicht und zwar ist das von Diaderma, das Karottenöl. Das ist ja momentan mega gehypt auf YouTube und auch ich musste es mir deswegen kaufen. Ich muss sagen, obwohl ich jetzt schon ein paar Jahre bei DM arbeite, ist mir das nie so, was heißt nicht aufgefallen. Natürlich wusste ich, dass wir es haben, aber ich wusste nicht, wie gut es eigentlich ist. Also das war so ein verstecktes Schätzchen. Ich gebe das gerne bevorzugt abends in Verbindung mit Wasser auf mein Gesicht und habe dann sozusagen die Pflege über Nacht. Morgens kann man es auch gut machen. Morgens ist es mir zu aufwendig, dadurch, dass man das mit Wasser eben aufträgt. Morgens muss es bei mir meistens schnell gehen und deswegen, ja, dadurch, dass es auch ein Karottenöl ist, spendet das eben viel Feuchtigkeit und macht so einen frischen Teint. Und ich finde es halt perfekt für über die Nacht, ne? Richtig schön eine Ölpflege und dann kann man morgens, hat man keine trockenen Stellen und kann dann richtig schön Make-up zaubern. Ja, das waren soweit Pflegeprodukte. Dann würde ich sagen, mache ich weiter mit zwei Düften. Oh, ich bin so in love, habe ich euch auch bestimmt schon in ein paar Videos gezeigt. Mein Happy Mist von Rituals ist wieder eingekehrt zu Hause. Und zwar habe ich mir das jetzt vor ein paar Tagen nachgekauft. Denn ich muss sagen, und sage ich auch immer wieder, ich bin bei Parfum sehr speziell. Bei mir muss so ein Duft richtig so einen Bam-Effekt haben. Der muss mir von Anhieb, ja, oder auf Anhieb gefallen. Und das ist selten so. Aber dieser Duft, da habe ich jetzt komplett schon so ein Fläschchen aufgebraucht und ich liebe ihn immer noch, als würde ich ihn das erste Mal riechen und mich verlieben. Das ist so, also das ist meins, 100% meins und damit sprühe ich mich auch ein morgens, also als würde ich da drin baden. Das ist nämlich mit Zedernholz und Orange und Richards Düfte liebe ich sowieso, die sind so edel, finde ich, und ich könnte alles davon haben. Badezusätze, Creme, oh, also wirklich mein absoluter Lieblingsduft und kostet 16,50, was ich auch super finde. Ist natürlich jetzt nicht ein Parfum, aber ich liebe das Body Spray. Also Parfum kann es davon auch eigentlich mal geben. Gibt es, glaube ich, nicht, oder? Klär mich auf, ich glaube nicht. Ja, bin ich sehr froh, dass ich mir den wieder gekauft habe und ich habe den jetzt ein paar Tage und ja, as you can see, ich war auch schon fleißig. Ja, was ich noch wieder für mich entdeckt habe, was so ein All-Time-Favorite ist bei mir, ist von Jill Sander das Sun Delight. Das kommt wahrscheinlich auch mit in den Urlaub, denn das ist für mich so ein typischer Sommerduft. Der erinnert mich immer an meine Mama, die hatte immer dieses weiße, klassische Jill Sander und das ist so ein warmer, schöner Duft. Das ist für mich Sommerurlaub und deswegen musst ihr auch mit in Urlaub. Also ich denke, die meisten von euch werden das auch kennen. Das ist so ein Klassiker und ich habe es wieder für mich entdeckt und die letzten Wochen wieder immer mal zwischendurch verwendet. Und wie gesagt, mit in den Urlaub kommt es wahrscheinlich auch. Dann ein ganz neues Produkt, was ich lieben gelernt habe, noch nicht so oft benutzt habe, aber trotzdem schon begeistert bin. Und deswegen zeige ich es euch auch, ist von Maybelline, ein niegelnagelneues Produkt, und zwar nennt sich das Ganze
das Master Prime bzw. der Hydrating Primer, also ein reichhaltiger, feuchtigkeitsspendender Primer für euer Make-up mit Hyaluronsäure, genau. Ja, finde ich richtig cool, diese ganze Primer-Reihe finde ich höchst interessant, muss ich sagen. Und da werde ich die anderen auch noch testen. Ich finde die Flasche, dieses Typchen sehr schön aufgemacht, muss ich dazu sagen. Und auch hier finde ich super, es zieht verdammt schnell ein, das Produkt, sodass man danach super mit dem Make-up fortfahren kann. Und es spendet wirklich schön Feuchtigkeit. Also mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Finde ich super. Und Feuchtigkeit geht halt echt immer, damit das Make-up dann auch schön aussieht. Ja, dann bleiben wir gleich mal bei einem Produkt auch aus der neuen Maybelline-Theke. Das ist das Master Fix, das so ausschaut. Und ich muss sagen, ich habe es mir gekauft, obwohl ich eigentlich kein Fan von losem Puder bin. Shame on me, ich weiß gar nicht, warum ich es mir gekauft habe, aber ich weiß, dass ich es sehr mag. Ich benutze es momentan täglich, seitdem ich es habe, schon ein paar Wochen jetzt mittlerweile. Und ja, es ist natürlich immer eine kleine Schweinerei auf dem Schminktisch, aber es tut halt das, was es soll. Es markiert schön, es macht das Make-up länger haltbar und ja, macht so ein Puppentür, also so ein ebenmäßiges Hautbild. Finde ich super, kann ich euch empfehlen. Wobei, ich glaube, das wird jetzt abgelöst, denn ich habe mir ein neues Schätzchen gegönnt, aber das werdet ihr auch bald in einem Haul-Video von mir sehen. Ja. Genau, und ein Produkt würde ich sagen, machen wir mal weiter mit Lippenprodukten, was ich auch erst exakt 3 Tage habe. Aber egal, ich muss es euch zeigen, denn ich bin so verliebt. Und zwar ist es das Produkt, da werden wahrscheinlich auch viele Fragen. Ich hoffe, ich lese das jetzt nicht in den Kommentaren, weil ich es euch beantworte. Ist mein Lippenprodukt. Oh mein Gott, das Witzige ist, es ist mit einem Namen versehen, der passt. Und zwar ist es von MAC ein Liquid Lipstick, den ich mir gegönnt habe. Tatsächlich mein allererster von MAC. Und viele, die mich schon schauen, wissen, ich habe sehr wenig Produkte von MAC. Und ich glaube, immer wenn ich mir ein Produkt kaufe, dann bin ich so verliebt, weil es wirklich so gut ist, weil es aber auch lang überlegt ist und ich gucke immer viel vorher im Internet und so, dass ich glaube, dass da jetzt noch in nächster Zeit einiges einziehen wird. Weil ich bin immer begeistert. Also, weiß ich nicht. Egal, wir kommen jetzt zu diesem Produkt. Sieht erstmal super schön aus und die Deckkraft ist bombastisch. Also ihr seht es ja, ich swatch euch diesen Liquid Lipstick mal auf der Hand. Der Applikator, ja, guck mal, mein Nagel ist schon wieder auf der Arbeit abgebrochen, nein. Applikator sieht so aus und die Deckkraft ist der Wahnsinn. Und die Konsistenz für einen Liquid Lipstick ist Hammer. Super deckend, wird richtig schön matt, mega lange haltbar, bröckelt nicht, trocknet die Lippen nicht aus. Gigantisch. Ich bin begeistert, wirklich. Und ich glaube, das wird auch nicht die letzte Farbe bleiben. Und jetzt kommt's. Der heißt So Me. Und ich finde das witzig, weil ich trage überwiegend mit am liebsten Brauntöne. Und dieser Lippenstift, das ist einfach, das bin ich. Das ist, wenn es einen Lippenstift gibt, der mich charakterisiert, dann ist es der von der Farbe her genau meins. Und das ist So Me. Also irgendwie passt das voll. Ja, den kann ich euch mega empfehlen. Also wow, ich bin begeistert. Ich weiß jetzt schon, dass ich den die nächsten Tage jeden Tag tragen werde. Ist halt ein bisschen krasser, aber ich liebe Lippenstifte und ich liebe krasse Lippenstifte. Das ist einfach so mein Favorit. Ich weiß auch nicht. Deswegen gibt es jetzt auch einige Lippenprodukte für euch. Um genau zu sein, habe ich hier noch 5 Stück drin. Das ist sehr viel, ja, also der Lippenstift lasse ich das Favoritenvideo. Aber ich experimentiere momentan wieder rum und es kommen so tolle neue Schätzchen raus. Und ja, die möchte ich euch zeigen. Oh, der Moment, wenn die Augenbraue juckt und du vorsichtig darüber kratzen musst, damit du sie nicht verwischt. Bescheuert, oder? ja, genau. Dann würde ich sagen, sollte das jetzt auch das Augenbrauenprodukt sein, was ich euch zeigen möchte. Und zwar habe ich von NYX den 3-in-1 Brow Pencil in der Farbe 02 Taupe. Von den NYX Augenbrauenprodukten habe ich immer die Farbe Taupe eigentlich. Wenn es, also ich habe ja diesen dünnen Augenbrauenstift und auch die Pomade und das ist immer Taupe. Für Blondies finde ich das somit am besten und das Produkt ist sehr, ja, praktisch, wie ich sagen würde. Und zwar habt ihr 3 Sachen in einem, wie der Name natürlich sagt. Einmal den Stift, da zeige ich euch mal die Farbe, also den Augenbrauenstift, der dicker ist als der normale Augenbrauenstift von NYX. So, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. So, dann habt ihr, wenn ihr das aufdreht hier unter,
Meine Nachbarin hört gerade richtig laut Musik. Aber ich denke, das werdet ihr nicht hören und das stört uns mal nicht. Genau, dann habt ihr hier das Puder zum Auffüllen sozusagen, nachdem ihr die Konturen gemalt habt. Und dann, was mein Favorit ist von diesem Produkt, was ich auch heute drauf habe, aber mit dem Catrice David Ashton Augenbrauenstift, ist hier dann die Augenbrauenfarbe, das Augenbrauengel. Also das ist doch mal ein Hammerprodukt, oder? Ist nicht ganz günstig. Ich meine, es kostet um die 12 Euro. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber schon eine coole Sache, oder? Also da hat man alles, gerade auch wenn man unterwegs ist, super praktisch. Ja, dann habe ich ein Produkt, was ich auch seitdem ich es habe, was ich mir lange überlegt habe, immer und immer wieder benutze phasenweise. Ich wechsle halt, weil ich gerne ausprobiere und natürlich auch viel kaufe und auch zugeschickt bekomme. Aber das ist so ein Produkt, das habe ich jetzt aktuell wieder rausgekramt und ich liebe es. Und zwar ist das von MAC Soft and Gentle, der... ja, Klassiker unter den Skin Finishes. Und ja, damit habe ich heute natürlich auch gehighlightet. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist so ein, ja, All-Time-Favorite von, Favorit von mir. Und das geht wirklich immer und zu jedem Make-up. So, und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit zwei Produkten aus dem neuen Trended Up Sortiment, welche ich über alles liebe, habe ich euch auch auf Instagram gezeigt. Und zwar ist es... einmal der High Volume Lip Plumper in der Farbe 010. Das ist für mich so ein Alltagsprodukt, was zu jedem Make-up geht. Mit super großem Applikator. Also der ist mega groß, finde ich aber total cool. Und das ist eben, ja, so ein Produkt, was euch ein bisschen Volumen zaubern soll auf den Lippen. Und ihr seht, das ist so leicht rosé-stichig. Und ja, macht die Lippen halt, lässt sie ein bisschen voller wirken. Und riecht auch so ein bisschen nach Menthol. Ja, also finde ich super, liebe ich, habe ich auch momentan so oft getragen und auch jetzt phasenweise fast jeden Tag getragen, wenn ich andere Produkte davon nicht drauf hatte, ist von Trended Up der Nude Lip Lace in der Farbe 20. Was ist das denn bitte für eine geile Erfindung? So schaut das Schätzchen aus, so der Applikator. Und das ist auch genau mein Ton. Also ich liebe alles, was ins Braun-Nude geht und halt kräftig ist. Wie schön ist der? Meine Arbeitskollegin hat auch gesagt, als ich den drauf hatte, das bist total du. Also das bist einfach du. Ja, also ich liebe den und der hält auch echt Bombe. Finde ich super, müsst ihr euch unbedingt anschauen in der neuen Trended Apotheke. Auch in der neuen Trended Apotheke als neue LE reingekommen ist die Terra Attitude LE. Und da habe ich mir die Farbe 010 mitgenommen als Lippenstift. Alles meine, ja, meine Töne, ne? Das ist alles so die ähnliche Farbfamilie, würde ich sagen. Und schaut euch den an. Was? Wie schön ist der denn bitte? Da habe ich auch den passenden Lip Liner zu. Und oh, alles meine Töne, total schön. Und die Qualität von den Trended Up Lippenstiften ist der Hammer für das Geld, für die knapp 2,25 oder was die kosten. Also Hammer, super pigmentiert, halten echt verhältnismäßig lange, kann man überhaupt nicht sagen. Genauso auch vom P2 aus der neuen Theke, der Full Matte Lipstick in, jetzt kommt es wieder meiner Farbe, der krassen 110 Raise Popularity, mega dunkles, knalliges Lila. Oh, I love, also wirklich auch so meins. Lila Lippen, das ist, geht auch immer. Der ist sehr krass, matt und dementsprechend super lange haltbar, auch für das Geld. Die kosten ja auch nur um die 2 Euro. Hammer Qualität, super Farbe auch gerade für den Herbst. Ich freue mich übrigens schon mega auf den Herbst, was die Kleidung angeht. Ja, und dann mit so schönen dunklen Lippen. Ja, aber bevor es in den Herbst geht, würde ich sagen, da fliege ich jetzt auch erstmal bald in Urlaub nochmal, denn die letzten Sonnenstrahlen abgrasen, die es hier ja nicht so wirklich gibt, wobei heute geht's, aber ja. So, und jetzt kommen wir zum letzten Produkt von Maybelline, ja, da auch wieder, die 890, mega krasses Lila auch, noch ein bisschen krasser wie das, was ich euch jetzt eben gezeigt habe, aber auch das mag ich durchaus gerne tragen, auch im Alltag, ist mir egal. Ich feiere so eine Töne. Also, wie YouTuber lieben es, wenn kurz vor dem Ziel die Kamera einfach mal versagt, weil der Akku leer ist. Aber egal, jetzt habe ich ihn kurz geladen. Für euch ist er ja sowieso jetzt nur ein Cut zwischen für mich
auch eine halbe Stunde oder so. Genau, und ich war stehen geblieben bei dem Knaller Maybelline Lippenstift. Genau, diese Farbe war das ja. Und ja, ich glaube, ich hatte gesagt, sowas trage ich ja im Alltag auch. Denn ich liebe sowas einfach und die Lippenstifte von Maybelline halten, wie ich finde, auch sehr, sehr lange, sehr gut und sind dazu noch pflegend für die Lippen. Und ja, das ist voll meins, also auch Kaufempfehlung. Ja, und ich würde sagen, das war es an Beauty, Pflege, Kosmetik. Und jetzt muss ich sagen, ein Pulli, den ich mir original gestern gekauft habe, den ich auch gerade trage, hier ein Fleck. Nee, ein Fussel, den ich jetzt gestern gekauft habe und heute anhabe. Leute, ich bin so verliebt wie lange nicht mehr in ein Oberteil. Ihr seht diese schönen Rosenapplikationen. Das ist so wunderschön. Ich finde den mega. So schön, dass ich wirklich, glaube ich, mir überlege, mir den doppelt zu kaufen. Damit ich den einfach öfter tragen kann, wenn der drin in der Wäsche ist. Der kostet 30 Euro und ist von Only. Ich versuche ihn euch auch mal unten in die Infobox zu setzen. Und ja, das ist so richtig so ein, oh mein Gott, ich liebe ihn. Und ich denke, viele werden auch fragen. Ich habe auch auf Instagram schon jetzt unter meinem Foto, nicht unter meinem Foto, aber nach dem Foto sozusagen direkte Messages bekommen. Wo ist der her? Wo ist der her? Also der ist von Only und ja, ich glaube, ich muss ihn mir nochmal kaufen. Voll bescheuert. Das mache ich eigentlich nie, aber da, also ihr seht es ja, mir. Er hat es mir angetan. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, weil mein Handy hier vibriert. Ich glaube, mein Freund ruft an. Und ja, ich bin aber auch am Ende angelangt. Und genau, kleine Memo an euch nochmal. Vergesst nicht, bei der lieben Yvonne vorbeizuschauen. Die freut sich. Und ich freue mich jetzt auch schon, das Video dann entspannt abends zu schauen. So ist ja jetzt abends, wenn ihr das schaut. Ja, ich freue mich ganz doll und bin gespannt, was sie so für Favoriten hat. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gebracht. Mir hat es auf jeden Fall Riesenspaß bereitet. Ich freue mich auf die nächsten und von euch zu lesen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, macht euch noch einen schönen Abend, Tag, wann immer ihr das Video schaut. Und wenn ihr Lust habt, gern bis zum nächsten Mal. Ciao!